Hallo meine Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute an Tag 8 der Arduino Basics Reihe und heute schauen wir uns mal die Methode Map an. Mit der Methode Map ist es möglich, Nummernbereiche auf andere Nummernbereiche umzumappen. Was genau das im Detail heißt, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Zu Beginn werfen wir wie üblich noch erst einen Blick in unseren Arduino Adventskalender. Heute an Tag 8, die haben wir hier unten. Und an Tag 8 gibt es 3 neue Steckkabel. Die lege ich erstmal beiseite, die brauchen wir heute nicht. Denn wir nutzen heute den gleichen Aufbau wie aus Tag 7. Den Schaltplan blende ich euch hier nochmal eben kurz ein. Wenn ihr euch das Ganze nochmal ansehen wollt, könnt ihr auch nochmal in Tag 7 reingucken. Die Playlist mit allen bisher veröffentlichten Videos zur Arduino Basics Reihe verlinke ich euch nochmal oben in der Infobox. Da könnt ihr euch also auch nochmal alle bisher behandelten Themen angucken. Ja, also Thema Map. Was heißt Zahlenbereiche neu zuordnen? Also wir hatten jetzt schon einmal den Fall, wo ich das Ganze mit der Map-Methode hätte realisieren können. Und zwar in dem Moment, wo wir mit dem POTI die LED gedimmt haben. Und zwar haben wir ja mit Analog Read den eingestellten Wert des POTIs ausgelesen und mit Analog Write dann die LED-Helligkeit eingestellt. Und wie wir an Tag 6 ja gelernt haben, liefert uns Analog Read einen Wert von 1023. Analog Write jedoch nimmt nur Werte von 0 bis 255 an. Und da sind wir ja hergegangen und haben gesagt, wir nehmen uns den eingelesenen Wert, den uns der POTI mit Analog Read liefert, also die bis zu 1023, teilen das Ganze einfach durch 4 und haben somit auf jeden Fall einen Wert zwischen 0 und 255. Aber betrachten wir uns nochmal genau, was haben wir mit dem durch 4 denn genau bezwecken wollen? Also wir hatten einmal den Bereich von 0 bis 1023 und wollten damit jetzt die LED dimmen. Die LED hat aber nur einen Bereich von 0 bis 255. Und genau für dieses Problem gibt es die Methode Map. Und zwar, ich blende das hier unten jetzt mal ein, kann man bei der Methode Map sagen, ich habe eine Variable mit einem beliebigen Wert. Ich habe einen Ausgangsbereich von und bis. Und ich habe einen Zielbereich mit von und bis. In unserem Fall wäre das jetzt unsere Variable PotiValue. Dann habe ich einen Von-Bis-Bereich im Eingangsbereich von 0 bis 1023 und mein Zielbereich liegt bei 0 bis 255. Wenn ich jetzt bei diesem Methodenaufruf in PotiValue eine 1023 zum Beispiel drinstehen hätte, dann spuckt die Methode mir dann die 255 aus, weil 1023 ist beim Eingang der größtmögliche Wert. Beim Ausgang wird dann geguckt, ist das auch der größtmögliche Wert, also gebe ich diesen zurück. Wenn wir jetzt also mal annehmen, ich hätte in PotiValue den Wert 512 drinstehen, also den mittleren Wert von 0 bis 1023, dann würde diese Methode mir 128 zurückliefern, weil das ist der Mittelwert zwischen 0 und 255. Also ihr seht, diese Hin- und Herrechnerei kann ich mir dann einfach sparen. Das Schöne an dem Befehl Map ist, selbst wenn ich jetzt mal einen größeren Wert reingeben würde, also sagen wir jetzt mal, ich habe von 0 bis 1023 als Eingang definiert, ich gebe ihm aber die 2000, dann würde er trotzdem anhand dieses gleichen Verhältnisses von Eingangs- und Ausgangswert mir den passenden Wert zurückliefern. Er begrenzt nicht anhand der Von-Bis-Werte meiner beiden Bereiche die möglichen Werte, sondern ich gebe mit den beiden Von-Bis-Werten für die zwei Bereiche keine Abgrenzungswerte an, sondern nur ein Verhältnis dieser beiden Zahlenbereiche. Ja, ich hoffe, ihr konntet mir jetzt so ungefähr folgen, was der Sinn und Zweck dieser Methode Map ist. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an einem kleinen Beispiel an, wie man diesen Befehl in der Praxis nutzen kann. Ich habe mir dazu überlegt, wir bauen eine Pegelanzeige des Analog-Read-Wertes. Ja, Pegelanzeige, also wie man das zum Beispiel von einer Musikanlage kennt, umso lauter, umso mehr Lampen gehen in der Leiste an. Und genau das würde ich jetzt mal hier am Steckbrett nachbauen wollen. Und dabei würden wir mal die Methode Map verwenden. Aber genug geredet, wir gehen jetzt mal an den PC. Ja, hier seht ihr den Sketch von Tag 8 zum Thema Neuzuordnung von Zahlenbereichen mit dem Befehl Map. Und wie ich gerade schon gesagt habe, in diesem Sketch bauen wir eine Pegelanzeige mit LEDs. Diese soll den eingestellten Wert des Potentiometers anzeigen. Was ich eben noch nicht gesagt habe, die Anzahl der angeschlossenen LEDs ist hierbei erweiterbar. Das Sketch muss dafür nicht geändert werden.
Nur der Max-LED-Pin muss entsprechend geändert werden. Die LEDs müssen allerdings an aufeinanderfolgende digitale GPIO-Pins angeschlossen sein. Hier habe ich auch nochmal den Befehl Map verlinkt, also wer das nachher nochmal im Detail für sich nachlesen möchte, der kann das hier tun. Den Link zum Download von Sketch und Schaltplan findet ihr auch wie immer in der Videobeschreibung. So, und was heißt das jetzt, dass die aufeinanderfolgend angeschlossen sein müssen? Also, wenn wir uns das Sketch hier mal genauer angucken, wir haben hier jetzt nicht mehr konstante Variablen für rote LED, grüne LED, gelbe LED und so weiter, wo die einzelnen Pins angegeben werden, sondern es wird nur noch gesagt Min-LED-Pin und Max-LED-Pin. Das heißt, wir definieren hier einen Bereich von 3 bis 6. Das heißt, an 3, 4, 5 und 6 hängen unsere LEDs, genau wie an Tag 7 auch. Heißt, ich könnte jetzt hier einfach eine 9 draus machen aus der 6 und würde dann an 7, 8 und 9 auch noch eine LED dranhängen. Und dann hätten wir eine Pegelanzeige mit 7 anstatt mit 4 LEDs. Da wir aus dem Kalender aber nur 4 LEDs bekommen haben, machen wir das ganze Beispiel jetzt auch mit diesen 4 LEDs. Der POTI-Pin ist wie immer der A0, da hat sich nichts dran geändert und dann sind wir auch schon in der Setup-Methode. In der Setup-Methode fangen wir wieder an und initialisieren als erstes die serielle Kommunikation mit 38.400 Baud. Die Vorschleife haben wir ja auch schon kennengelernt und die nutzen wir hier, um jetzt den Pin-Mode für die LED-Pins auf Output zu setzen. Und als letztes wird noch der POTI-Pin als Input definiert. Für alle, die jetzt eins der Themen serieller Monitor, Vorschleife, digitaler Ausgang oder analoger Eingang noch nicht gesehen haben oder vielleicht jetzt gerade schon nicht mitgekommen sind, die können direkt mal oben in die Infobox gucken. Da habe ich eine Playlist verlinkt mit allen bisher veröffentlichten Videos zur Arduino Basics Reihe. Da haben wir diese Themen nämlich schon durchgesprochen. Da könnt ihr euch das Video zum entsprechenden Thema einfach nochmal angucken. So, und wir gehen jetzt hier weiter in die Loop-Methode. Als erstes wird in der Loop-Methode jetzt hier der POTI-Pin mit Analog Read ausgelesen. Heißt, wir holen uns hier wieder unseren Wert zwischen 0 und 1023 vom POTI-Pin ab, je nachdem wie der POTI eingestellt ist, und merken uns diesen eingelesenen Wert in der Variable POTI-Value. Diesen Wert geben wir dann auf dem seriellen Monitor aus und dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema des Videos, zu dem Befehl Map. Ich blende hier unten nochmal die Syntax für diesen Befehl ein, dass ihr wisst, was die einzelnen Parameter von diesem Befehlsaufruf bedeuten. Also wir haben hier den Aufruf Map, geben ihm unseren eingelesenen POTI-Wert mit, also die Variable POTI-Value, dann ein Komma, damit der Befehl weiß, jetzt kommt der nächste Wert. Und der mögliche Zahlenbereich dieser Variable liegt bei uns ja zwischen 0 und 1023. Und deshalb schreiben wir hier jetzt 0,1023, weil 0 ist ja von Eingangswert und 1023 ist bis Eingangswert. Dann wieder ein Komma und die nächsten beiden Zahlen, die wieder mit einem Komma getrennt sind, sind also unser möglicher Ausgangsbereich. So, und hier sagen wir jetzt, unser Ausgangsbereich ist Min-LED-Pin minus 1 und Max-LED-Pin. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn minus 1? Die erste LED hängt doch an Pin 3. Das ist richtig. Aber wenn das POTI auf 0 ist, dann möchten wir auch, dass keine LED leuchtet. Und da tricksen wir jetzt hier ein bisschen und sagen einfach, unser Zielbereich fängt bei 2 an und nicht erst bei der 3. Und dadurch erreichen wir, dass im unteren Bereich, also um die 0 rum, von dieser Methode auch die 2 zurückgegeben wird. Und wenn die 2 angeschaltet wird, da hängt keine LED dran. Also leuchtet auch nichts. So, damit das Ganze besser nachzuvollziehen ist, wir schauen uns das gleich auch nochmal im laufenden Betrieb im seriellen Monitor an, geben wir uns den ermittelten Pegel, also den Rückgabewert der Methode Map, auch nochmal auf dem seriellen Monitor aus. So, und dann haben wir jetzt hier das Herzstück unserer LED-Steuerung, und zwar wieder eine Vorschleife. Die Vorschleife beginnen wir mit dem Min-LED-Pin, also mit dem Pin 3, und laufen einmal durch, bis der Pin auf Max-LED-Pin angekommen ist. Und zwar setzen wir bei jedem Durchlauf Pin 1 hoch. Das heißt, dieser Befehl wird für Pin 3, Pin 4, Pin 5 und Pin 6 ausgeführt. So, und was genau macht er für jeden dieser LED-Pins? Also in erster Linie schalten wir die LED entweder ein oder aus. Und zwar für den Pin, der gerade im Schleifendurchlauf aktiv ist. Aber
Was bedeutet das hier? Wir hatten gestern an Tag 7 die If-Bedingungen. Das ist nochmal eine andere, kürzere Art der If-Bedingungen. Und zwar prüfen wir hier, ob der Pin kleiner gleich dem ermittelten Pegel ist. Wenn das der Fall ist, setzen wir den Pin auf High und sonst setzen wir den Pin auf Low. Heißt, ich hätte hier auch schreiben können, if Pin kleiner gleich Pegel, dann Digital Write Pin High, else Digital Write Pin Low. Am Anfang ist das vielleicht auch noch etwas einfacher zu lesen, bei so Einzeiler-Bedingungen. Also wenn es wirklich nur um High und Low geht, finde ich das eigentlich ganz angenehm. Da ich das bei Tag 7 nicht untergebracht habe, habe ich gedacht, packen wir das einfach noch bei Tag 8 mit rein. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Also, das heißt einfach, wenn Pin kleiner gleich Pegel, dann High und sonst Low. Ja, was bewirkt das? Wir kriegen hier einen Pegel zurück. Und Pegel ist eigentlich die letzte LED in der Reihe, die leuchten soll. Und deshalb schauen wir einfach, bei welchem Pin bin ich gerade. Wenn mein Pegel 5 ist und ich bin bei Pin 3, soll die ja auf jeden Fall noch leuchten. Also schalten wir auf High. Nächster Durchlauf, Pin ist 4, ist immer noch kleiner gleich Pegel, also High. Pin ist 5, ist immer noch kleiner gleich Pegel, also immer noch High. Und erst bei Pin 6 sagt er hier, okay, Pin ist größer als der Pegel, also stimmt die Bedingung nicht mehr. Also nehmen wir Low und lassen die letzte LED noch aus. Wenn ich jetzt wieder runterdrehe, dass mein Pegel meinetwegen zum Beispiel auf 2 ist, weil ich die 0 eingestellt habe, da kommen wir nämlich jetzt zu dem Trick mit der minus 1, dann steht unser Pegel auf 2 und wir kommen direkt beim ersten Durchlauf schon bei Pin 3 hier mit einem False raus. Das heißt, die Bedingung ist nicht wahr, also nicht High, sondern Low, und das sorgt dafür, dass dieser Durchlauf alle LEDs ausschaltet. Damit wir das jetzt im seriellen Monitor uns etwas besser angucken können, setze ich jetzt hier mal einfach das Delay auf 5000, dass wir wirklich immer 5 Sekunden Zeit haben, uns jeden Durchlauf etwas genauer anzugucken. Schließ mal den Arduino an. Da läuft noch das Sketch von Tag 7 und ich lade jetzt einfach mal das aktuelle Sketch von Tag 8 hoch. So, das Sketch ist hochgeladen. So, und ich blende jetzt nochmal den seriellen Monitor dazu ein. So, und hier sehen wir jetzt, wir haben einen Messwert von 498. Der liefert uns noch eine 3. Also leichte Schwankungen sind relativ normal. Und wenn wir jetzt hier am Poti drehen, so, jetzt sehen wir zum Beispiel, sind wir bei 298. Es bleibt immer noch die 3. So, und jetzt sehen wir, ist der Poti-Wert auf 107 und 107 liefert uns jetzt einen Pegelwert 2 und die LED ist ausgegangen. Bei 257 bekommen wir wieder die 3. Wenn ich jetzt über die Hälfte hinausgehe, geht auch schon die nächste LED an. Hier bei 569, der liefert uns die 4. Die 833 liefert uns die 5. Und wenn wir das Ganze jetzt mal noch weiter hochdrehen, sind wir bei 1023 mit der 6. Wenn ich ein bisschen wieder zurückdrehe, ja, reicht noch nicht. Ja, okay, der Bereich für die 6 ist also sehr klein. Ja, wie ihr seht, so ist es auf jeden Fall relativ einfach, Bereiche zu verschieben in einen anderen Zielbereich. Sprich, mein Eingangssignal zum Beispiel auf Pins umzulegen. Und für mathematisch Interessierte zeige ich hier nochmal die Funktion, die hinter der Methode Map steckt, also was im Hintergrund wirklich gerechnet wird. Und zwar nimmt ihr den Wert, den wir vorne reingeben, und zieht davon erstmal den Startwert des Eingangsbereichs ab. Das Ergebnis davon wird dann multipliziert mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Zahlen im Ausgangsbereich. Das wird dann nochmal durch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Zahlen im Eingangsbereich dividiert und darauf dann abschließend der kleinste Ausgabewert wieder addiert. Vielleicht noch als Anmerkung, also die Map-Methode arbeitet nur mit Ganzzahlen. Also wer Nachkommastellen bei seiner Ergebnismenge braucht,
Der muss die mathematische Funktionalität immer noch selber programmieren. Dem hilft die Map-Methode nicht weiter. Aber für so simple Sachen, wo ich einfach nur sage, ich habe hier eine Zahl zwischen x und y, die kommt hier rein und ich brauche als Ergebnis dann eine Zahl zwischen a und b und ja, die sollen einfach so grob im gleichen Verhältnis umgerechnet werden. Ich habe aber keine Lust, mir da jetzt über die Mathematik dahinter Gedanken zu machen. Für den bietet sich die Methode Map halt sehr an. Da man beim Programmieren immer wieder vor dieser Problematik steht, habe ich gedacht, den Befehl Map, den sollte man schon irgendwie mal gehört haben. Der macht einem doch an vielen Stellen das Leben einfacher. Und daher wollte ich euch den auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir soweit folgen. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt auch direkt auf die Glocke. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an Tag 9 wiedersehen, wenn wir das Thema Arrays behandeln. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!